Das ist heute eine ziemlich zähe Veranstaltung an der Wall Street vor dem morgigen US-Feiertag, wo ja nicht gehandelt wird. Aber ich denke, da kommt einiges auf uns zu. Da wird es richtig spannend zum Ende der Woche. Warum? Wir haben großen Verfall und da haben wir vor allem eine Nvidia im Fokus, die heute positiv ist, während Apple negativ ist. Und wir wollen uns das Setup mal anschauen. Morgen sind die Europäer alleine, aber ab Donnerstag dürften die Volumina deutlich steigen. Am Freitag, wie gesagt, großer Verfall. Und bei 3 Billionen werden da verfallen und dann werden die Karten gewissermaßen neu gemischt. Schauen wir uns erstmal die Dinge an. Ich hatte schon angesprochen, Nvidia kann heute steigen, steigt etwa 2%, während Apple verliert. Warum? Weil Nvidia die größere Gewichtung bekommen hat im Tech-ETF XLK. Apple dagegen die kleinere Gewichtung und das ist ein sehr erheblicher Unterschied von 21% Nvidia mit Microsoft zusammen, während Apple nur noch 5% hat. Und so sehen wir, dass letztendlich Apple heute der Verlierer ist und Nvidia mal wieder der Gewinner. Die KI-Blase hat den US-Aktienmarkt nach oben gebracht. Was passiert, wenn sie platzt? So fragt MarketWatch. Aber das ist jetzt doch eher nicht ernst gemeint, oder? Wie soll denn diese Blase platzen? Zumal der gute Simon Betschinger hier sagt, naja, also die Nasdaq feiert weiter die künstliche Intelligenzrevolution. Viele tun sich schwer, einen realen Trend von einem Hype zu unterscheiden. Die KI-Revolution ist ein realer Trend, der nun auch im Smartphone- und Computersektor einen Superzyklus auslösen wird, wenn Konsumenten auf die neuen Geräte mit KI-Funktionen upgraden werden. Genau das ist die Frage, ob das passiert. Ich bezweifle das. Andere wie Betschinger gehen davon aus, dass das auf jeden Fall passieren wird. Wir werden sehen, wer recht behalten wird. Die Nvidia-Aktie hat noch 50% mehr Upside, so heute ein Wall Street-Analyst. Und schauen wir uns mal vor dem Verfall am Freitag an, was da an Volumina, an Optionen bei Nvidia ist. Das Dreifache dessen, was auf das Triple Q Nasdaq ETF der Fall ist, das Vierfache von Apple, mehr als auf den S&P 500, also gigantische Volumina. Jetzt kann man auf die Idee kommen, das dürften weitgehend Calls sein oder mehr Calls als Puts sein. Und das würde bedeuten, weil diese Optionen am Freitag verfallen, dass die Dealer, die diese Optionen verkauft haben, ihre Absicherungspositionen, also die Nvidia-Aktie, dann verkaufen werden. Mal sehen, ob das passiert, aber schauen wir noch mal auf diese KI-Revolution. Da hat McDonald's ja bekannt gegeben, wir werden dieses KI-Modell, wo die Leute sozusagen bestellen und dann eine KI diese Bestellung weitergibt, das geben wir auf. Und warum? Weil schlichtweg die Leute, weil diese KI Probleme hat, die verschiedenen Akzente und Dialekte zu unterscheiden. Und das macht ja durchaus Sinn, wenn ich uns Bayer hergehe und sagt, da machst du mal 5 Pommes und 3 Hamburger, gell? Und dann kommt der Kölner und sagt, hier oder der Norddeutsche und sagt, hecken 3 Hamburger und 5 Pommes. Und der Kölner sagt, kannst du mal 3 Hamburger und 5 Pommes machen? Dass dann letztendlich eine KI Schwierigkeiten hat, das ist wohl nachvollziehbar. Also wir sehen, dass KI offenkundig nicht überall funktioniert. Aber diese KI hat die Leute geradezu euphorisch gemacht, wie den Simon Betschinger. Die Fondsmanager jetzt, die von der Bank of America befragt werden, sind so bullish wie seit November 2021 nicht mehr. Cashbestände auf 3-Jahrestief. Hohe Allokation in den Aktienmärkten und wir sehen, 69% der Befragten sagen, wir sind in diesen Magnificent Seven überproportional positioniert. Also wir sehen genau, was da passiert. Alles andere spielt im Grunde gar keine große Rolle und wir sehen auch von den Geldflüssen her, dass in der letzten Woche, wie die Bank of America zeigt, wieder vor allem in Tech das Geld geflossen ist. Welche Aktien sind in diesem Bereich, in diesem Tech-Bereich besonders überkauft? Das ist eine Broadcom, das ist eine Microsoft, das ist eine Apple, das ist auch eine Nvidia, nicht dagegen zum Beispiel eine Amazon, die ist sogar nicht wirklich überkauft, die ist ja zuletzt auch relativ schlecht gelaufen.
Aber fünf Aktien, wenn man nochmal Eli Lilly mit aus dem Pharmabereich nimmt, sind extrem überkauft. Also, es herrscht Optimismus, es herrscht Euphorie. Heute hatten wir die US-Einzelhandelsumsätze und die waren deutlich schwächer, plus 0,1 statt 0,3 erwartet. Aber vor allem wurde der Vormonat runterrevidiert von 0 auf minus 0,2, auch ohne Autos und so weiter. Also, wir haben eine deutliche Abwärtsrevision des Vormonats und dieser Monat hat trotzdem enttäuscht. Das zeigt, der US-Konsument ist nicht mehr so stark auf der Brust. Warum sind die Einzelhandelsumsätze so schwach gewesen? Vor allem, weil Gasoline eben im Preis gefallen ist. Also Benzin ist im Preis gefallen. War sicherlich ein Faktor, aber wenn wir übergeordnet mal uns anschauen, wie ist es denn mit den realen Umsätzen? Also wenn wir das Ganze mal inflationsbereinigt sehen, dann haben wir einen Anstieg von 2,3% jetzt gehabt im Vergleich zum Vorjahresmonat. Wir haben aber eine Inflation, die über 3% liegt. Das heißt, die realen Umsätze sind sogar gefallen. Die wachsen nicht mehr ohnehin seit langer Zeit, sondern sie fallen, wenn man mal die Inflation abzieht. Und all das zeigt, dass dieser Optimismus, der herrscht in Sachen US-Konjunktur, vielleicht doch in Frage zu stellen ist. 73% der von der Bank of America Befragten haben nämlich gesagt, dass ich erwarte keine Rezession. Nur 8% sagen, keine Zinssenkung in den nächsten 12 Monaten. Und hier sehen wir dieses bullische Sentiment jetzt im Juni ist also sehr, sehr hoch. Aber schauen wir uns doch die Daten mal an. Wir hatten jetzt ein sehr schwaches BIP mit 1,3% im ersten Quartal. Wir haben 37 Monate in Folge Inflation über 3%. Wir haben gigantische Defizite und wahrscheinlich sind die Arbeitsmarktdaten um 730.000 Jobs im letzten Jahr etwa übertrieben worden, wie Bloomberg gezeigt hat. In diesem Jahr dürfte es 1 Million sein. Faktisch dürfte also der Arbeitsmarkt deutlich schwächer sein als angegeben. Und da alles so bullisch ist, sehen wir, dass eben auch die Cashquote jetzt gering ist, 4%. Dabei hat man, wie Helene Meisler sagt, eigentlich uns immer erzählt, es ist so viel Geld an der Seitenlinie. Ja, in Geldmarktfonds ist viel Geld, aber das dürfte da auch bleiben. Und wir sehen die Positionierung, wie die Deutsche Bank hier zeigt, ist auf der extremen Seite. Wir sehen oben das Ganze seit November 2021 und unten sehen wir in den letzten 4 Monaten, da haben wir ein neues Allzeithoch erreicht, was die Positionierung betrifft, wegen KI und so. Fragt sich, wer jetzt noch kauft, wenn alle schon drin sind. Und hier sehen wir mal, dass an neun der letzten 10 Handelstage war der S&P 500 positiv, aber es haben an diesen Tagen mehr Aktien ihr 52 Wochen tief als ihr 52 Wochen hoch erreicht. 52 Wochen ist etwa ein Jahr. Also wir sehen die Marktbreite extrem schwach und darauf zielt auch dieser Chart ab. Der zeigt, dass wir eben so viele Handelstage positiv hatten, trotz eines negativen Breadth, also trotz einer negativen Marktbreite, also wo mehr Aktien fallen als sie steigen. Das gab es zuletzt einmal in Corona, als man eben auch gesagt hat, naja, aber diese großen Tech-Werte, die sind doch völlig immun dagegen, das geht die gar nichts an, während die Realwirtschaft absäuft, also kaufen wir die doch. Und wir sehen aber, die Konzentration in den größten 5 Aktien ist jetzt größer als in die Corona. Also das wird alles ganz, ganz gut gehen. Und ein Treiber war natürlich die Aktienrückkäufe. In den letzten 5 Jahren haben Unternehmen aus dem S&P 500 knapp 4 Billionen an eigenen Aktien zurückgekauft. Ganz vorne eine Apple, eine Meta, eine Alphabet, eine Nvidia. Also die Verdächtigen. Jetzt allerdings kommen wir immer mehr in die Blackout Period, wo also die Unternehmen ihre eigenen Aktien nicht mehr zurückkaufen können. Am 4. Juli ist das ganze Thema dann komplett abgefrühstückt mit den Aktienrückkäufen, weil die dann nicht mehr passieren können, vorübergehend zumindest. Und interessant heute auch eine Meldung, ein maßgeblicher Treiber der Rallye an den Märkten waren ja diese Zero-DTE-Optionen, also Optionen, die am selben Tag verfallen. Jetzt wollen die Börsen, wollen die Anbieter hier sagen, okay, wir werden die Margenanforderungen erhöhen. Das heißt, es wird teurer, man muss mehr Kapital hinterlegen. Und wenn zum Beispiel eine Firma oder bestimmte Privatinvestoren zu stark gehebelt sind, dann sagt man, dann wollen wir noch mehr Kapital haben, wenn bestimmte Grenzen überschritten werden. Und das dürfte dazu führen, dass diese Volumina bei den Zero
DCI-Optionen, die etwa die Hälfte des Optionsmarktes ausmachen, während die Optionen inzwischen wichtiger sind als die physischen Käufe in den Aktien selber. Das dürfte also vielleicht eine sehr wichtige Meldung werden, weil dann diese, wie soll man sagen, diese Superparty, wo die Leute für billiges Geld Calls kaufen, die dann eben super laufen, das wird jetzt wohl alles schwieriger. Und wenn wir to China kommen, dann sehen wir hier, die Chinesen kaufen jetzt wie wild Anleihen und die Behörden in China wollen das schon langsam untersagen, weil vor allem Privatinvestoren Anleihen kaufen. Das heißt, die Renditen für Staatsanleihen, für Unternehmensanleihen sinken immer mehr, so eine Art Flucht in den sicheren Hafen, weil man an die wirtschaftliche Erholung nicht glaubt. Aber die Führung in Peking glaubt dran und die hat heute gesagt, also die G7-Staaten in Gestalt des chinesischen Sprechers des Außenministeriums, die tun so, als wären sie die Repräsentanten der Welt, aber sie repräsentieren nur 10% der Weltbevölkerung und ihr Anteil an der Weltwirtschaft geht immer weiter nach unten. Also was reißt ihr hier sozusagen den Mund auf und wollt uns sagen, wo es lang geht? Wir von den BRICS, wir werden immer wichtiger, also macht euch mal ein bisschen bescheidener, ihr Lieben. Also wir sehen, da ist man noch einigermaßen selbstbewusst seitens der Regierung. Und ja, für uns könnte das ein Problem werden, was mit diesen Autozöllen da sich abzeichnet. China will ja schon Schweinefleischimporte jetzt bezollen. Spanien ist vor allem das Opfer. Aber hier sehen wir mal, wie hier die Commerzbank zeigt. Autos, das ist unser großes Thema. Dieser ganz, ganz große dunkle Punkt, das ist Deutschland und da sind die Autos eben sehr, sehr wichtig. Wenn das kommt, dann wird es für die deutsche Autoindustrie noch schwieriger. Dennoch sehen wir, wenn wir nochmal auf die Umfrage der Bank of America zurückkommen, dass Investoren jetzt deutlich in Europa investiert haben. Man ist da 30% netto übergewichtet, erstaunlicherweise, obwohl diese ganzen Turbulenzen um Frankreich der Fall sind. Frankreich allerdings ist jetzt der Bad Boy, unbeliebtester Aktienmarkt. Da will man sich offenkundig fernhalten, so die Manager. Aber da könnte man vielleicht auch Deutschland mit ins Spiel bringen. Hier mal die Wettbewerbsfähigkeit der Länder im Vergleich ist jetzt neu rausgekommen für 2024. Wir waren 22 immerhin noch 15. 2023 dann 22. Jetzt sind wir Nummer 24, also weiter abgestiegen. Singapur ist jetzt ganz oben vor Schweiz und Dänemark. Und wenn wir mal gucken, naja, was spricht für die deutsche Wirtschaft, was dagegen? Dann haben wir Ausbildungsniveau, gesetzlicher Rahmen, Fachkräfte als Positivum und dann Steuersystem, Kostenstruktur, fähige Regierung mit nur 5% der Antworten von den befragten Managern. Daniel Stelter sagt, ich frage mich, wie die 5% zustande kommen. Also das zeigt, wo die Wirtschaft die Probleme sieht, in Regulierung, in der Politik, in den teilweise unsinnigen Vorgaben eben durch die Politik. Abschließend, meine Damen und Herren, zwei Empfehlungen. China hat ja, respektive Xi Jinping hat ja gesagt, ja, also die Amerikaner, die wollen uns offenkundig zu einem Angriff auf Taiwan locken, aber das wird nicht passieren. Was ist da eigentlich, was steckt da eigentlich dahinter? Und dieser Artikel zeigt, dass das teilweise wohl eine Geschichte ist, die mit den Machtströmungen innerhalb Chinas zu tun haben. Hochinteressant. Erste Empfehlung, meine Damen und Herren, und die zweite und letzte. Bitcoin läuft schwach oder nicht mehr so gut. Heute sehen wir, dass vor allem diese Kryptos aus der dritten und vierten Reihe richtig abverkauft werden. Bitcoin hält sich besser, aber ist in Relation etwa zum Aktienmarkt doch relativ schwach, vor allem in Relation zum Tech-Aktienmarkt. Fließen da Gelder raus aus den Kryptos und rein in den Tech-Sektor? Fragezeichen. Das beleuchtet dieser Artikel, also zwei Empfehlungen. Jetzt empfehle ich mich auch und sage Servus, ciao.